Vergiftet. Ich mag nicht vergiftet sein. Stirb, stirb. Und wir hatten auch gerade erst ein Level-Up, also werden wir uns nicht so hangeln können. Oh, 9 von 18 ist okay. Gleich noch ein Gegner, der vergiften kann. Die mögen mich echt hier. Oh, ein Kettenhemd. Sogar mit 7. Oder ist es eine Plattenrüstung und kein Kettenhemd? Zack. Was bist du? 7 bis 12. Das kennen wir irgendwie schon. Eine Blizzard-Schriftrolle? Nein. Und Pfeile haben wir eigentlich schon. Und benutzen wir auch recht selten. So, das war's also hier. Dann hoffen wir mal, dass der andere Gang nicht ganz so abrupt endet. Noch ein paar Schwenker drin hat, damit wir mehr Erfahrungspunkte mitnehmen können. Und danach müssten wir eigentlich schon in den Katakomben sein. Also den Aquädukten. Das Ding ist leer. Oh, Auge. Yes. So. Jetzt wird es aber langsam Zeit für was zu essen. Stirb. 1 bis 6. Oh ja, komisch. Oh, und 5 AC Hose. Da kann die weg, die ran. Und wir essen mal eine Hühnchenkeule. So, bitte Heilschriftrolle. Ja, sehr schön. Dritte Heilschriftrolle. Oh. Du auf die Falle. Wird wegteleportiert. Ist mir vollkommen egal, wohin. Da werden wir von früher oder später hinkommen. Oder wir waren da schon. Ja, 6 bis 11. Das klingt doch ordentlich. Zack. Ui, phew. Seht ihr das? Also ja, das mit den Wänden und den Zaubersprüchen / Pfeilen ist alles noch ein wenig buggy. Also das, was man sieht, ist nicht die eigentliche Welt. Also das Programm sieht was anderes als wir. Und das ist nie gut. Also wir sehen, wenn wir jetzt von hier aus gerade ausschießen würden, wäre freie Sicht. Das Programm sieht wahrscheinlich, hier ist eine Ecke und das ganze Feld wird dadurch blockiert. Wir könnten erst schießen, wenn wir hier stehen oder so. Nee. So, liegt da unten noch irgendwas? Eine Falle? Nö, wollen wir nicht. Okay. Noch eine unausweichliche Falle. Was schmeißen wir da mal rauf? Ein Alkohol. Der ist jetzt ganz weg. Eigentlich wollte ich ihn wieder aufheben. Also bei den Stäben mache ich das ja nicht, weil wir eigentlich immer genug Stäbe haben. Aber den hätte ich schon ganz gerne wieder mitgenommen. Falls wir wieder vergiftet werden oder so. Na gut, vielleicht sehen wir ihn ja gleich irgendwo auf dem Fußboden rumliegen. Nee, tun wir nicht, denn da geht's schon wieder runter. Noch irgendwas hier in Ecken? Tränke oder so? Karte sagt, wir sind fertig. Also, hinab in die Tiefen. Und wir sind doch noch nicht in dem Aquädukt. Sehr schön. Es wäre auch mal richtig schick, wenn wir ein Leben hätten ohne das Ganze. Also wo einfach mal kein Aquädukt dabei ist und kein Nekromant und wir einfach so in das nächste Level runter können. Ich meine, es soll ja zufällig generiert sein und so. Naja, aber das wohl nicht. Es gibt immer die Aquädukte und es gibt immer die Nekromanten, es gibt immer die Tür, die man mit dem Schlüssel aufmachen muss. Oh. Wo bist denn du? Pew. Hm. Ah, na, also da bist du doch. Dich habe ich und... Ja. Dich habe ich. Dich sowieso. Und da hinten spielen wir auch noch Turmtaubenschießen. Ah, die da hinten ist zu weit weg. Ja, getroffen. Sehr schön. Steak haben wir keinen Platz mehr für. Also müssten wir gleich mal aussortieren. Essen brauchen wir nicht wirklich, richtig? Nö, wir haben nur noch 4 Pfeile. Ja komm, schmeißen wir den Bogen weg, schmeißen wir die Pfeile weg. Heben dafür Essen auf.
Weil wenn der Bogen echt zu buggy ist. 9 bis 14. Sauber. Du kommst weg. Du kommst in die Hand. Und hier ist Sackgasse. No. Okay, zurück. Und nicht aus Versehen beim Karte gucken. Irgendwo auf eine Falle tapsen. Nö, gut. Dann, kommst du schon wieder her. Da fällt mir ein, dass, ich glaube, in der letzten Folge hatte ich ja auch die Idee, dass wir eventuell schauen müssen, dass die Gegner respawnen. Und wir die Gegner immer wieder umbringen. Das fiel mir jetzt gerade ein bei dem Ekel, der da auf dem Boden war. Dass der vielleicht respawned ist. Aber ich denke, der wird einfach vor die Runden gekommen sein. So, kurz warten, bis der Apfel, den ich gerade gedrückt habe, uns aufgepäppelt hat. Stab aufladen. Ah, wo bist du? Da bist du. Komm schon. Und er hält auch noch einen Schuss aus. Tom und Jerry Moment, echt. Komm schon. Was? Das ist mir jetzt zu albern. Komm her, du doofes Ding. So. War doch nicht so schwer. Mann, Mann, Mann. Der Stab kann jetzt auch weg. So, du stirbst auch. Den aufgeladenen Stab nehmen wir mit. Und hier wäre jetzt auch schon Sackgasse. Nee. Gucken wir mal, ob der nächste Raum der letzte Raum ist oder ob es von da aus weitergeht. Ich wäre ja für das Letztere. Aber ist kein Wunschkonzert und so. Ja, sieht definitiv so aus, wenn das gleich zu Ende wäre. Mit der Treppe nach unten. Und einer Falle, wo der Ekel da reinlaufen kann. Oder Ekel heißen die eigentlich. Hui, zack. So, und da ist die Treppe nach unten. Na, schade. Aber dafür immer wieder ein Trank. Wurde aber ehrlich gesagt auch langsam Zeit. Obwohl, wir haben jetzt schon 3 rote, 2 davon. Also wir könnten jetzt schon ausprobieren, was die roten machen zum Beispiel. Und da wir gerade wenig Lebenspunkte haben, mache ich das einfach mal. Also rot macht Arkan. Sehr schön. Also nicht schön, weil wir es gerade verschwendet haben, aber sehr schön, dass wir es wissen, welcher Trank das jetzt ist. Der rote Trank ist unser allerwichtigster Trank überhaupt. Und dass wir noch 2 weitere davon haben. Das heißt, wir können jetzt eigentlich einigermaßen entspannt Richtung Nekromanten gehen. Wir werden unterwegs bestimmt noch einmal mindestens einen Trank finden. Was ich jetzt nicht hätte sagen sollen, weil es jetzt nicht mehr stattfindet. Aber ja, gucken wir mal. Jetzt kommt erstmal das Aquädukt, wo ich wieder aufpassen sollte, wo ich den Gegner umbringe. Also warten einfach, bis er um die Ecke kommt. Und bringe ihn hier um. So, das ist jetzt schon wieder ein goldener Trank. Okay, probieren wir auch gleich aus. Machen wir einen Schritt zurück, damit wir nicht von irgendeinem Auge überrascht werden. So. Also Rot, Arkan, Gold macht Heilung. Oh, sehr schön. Lila macht Jum. Schön. Also Arkan, Heilung, Jum. Grün macht Gift. Und Blau macht Restored, Gegengift. Okay. Stopp. Girukon merkt ihr das. Arkan, Heiltrank, ich glaube regenerativer Trank ist Yum. Und blaues Gegengift. Grünes Gift. Schwarz. Warten wir erst, bis wir wieder angeschlagen sind. Oh, exzellente Hosen. Ab ins Wasser. Und die angezogen. Wir könnten langsam mal einen neuen Helm gebrauchen. Und gucken, wo wir hinlatschen. Und nichts ins Wasser ziehen. Und von einem Auge in den Rücken geschossen bekommen. Und überhaupt. Was haben wir hier? Einen grünen Trank geben wir garantiert nicht auf. So. Was war lila? Lila war Yum. Also wir können jetzt mal testen, was Yum macht. Sobald das Essen ausgelaufen ist. Okay,
Okay, das war jetzt nicht so schlimm. Mann, Mann, Mann. So, also, hier in der Ecke. Alles ist ruhig. Lebenspunkte werden gerade nicht regeneriert. Wir sind... 16? Kommt da jetzt noch was? Nö, anscheinend nicht. Wir haben 16 Lebenspunkte. Ich klicke mal drauf. Jumm. Wir sind bei 17. 18. Okay. Also lila regeneriert wirklich. Rot Arkan, gelb richtige Heilung, lila regenerative Heilung. Blau Gegengift, grün Gift, schwarz, keine Ahnung. Wenn wir das nächste Mal wenig Lebenspunkte haben, probieren wir den aus. Und dieses Wasserplätschern da ist ein lila Trank, den wir nicht mehr bekommen können. So, da war der Gifttrank, da ist die Falle, wo ich eben gerade reingetapst bin. Eine Schriftrolle. Komm schon, heilen Schriftrolle. Teleport. Nö. Kann zwar ganz praktisch sein, wenn man im richtigen Moment draufklickt, um wegzukommen. Aber ich weiß, wie panisch ich bei diesen Bosskämpfen bin. Da wird das nichts bringen. Absolut nichts. So. Ein blauer Trank. Das wäre ein Gegengift. Nicht so praktisch, aber besser als nichts. Also ja, ich sage nicht so praktisch, weil wenn wir einmal essen, heilen wir genug gegen an, um das Gift aufzuheben und danach noch ein bisschen was extra. Also ist Essen eigentlich mehr wert als ein Gegengifttrank. Oh. Komm her. Nicht ins Wasser plumpsen. So, Auge. Komm her. Gut, dass es nur ein Gifttrank war. So, was haben wir da? Eine Heilschriftrolle, sehr schön. Auch wenn ich nicht weiß, wie viel eine normale Heilung heilt, also als Schriftrolle. Und wie viel eine große heilt. Aber das ist auch noch eine Sache, die wir austesten könnten. So, ein gelber Trank, der kommt auf jeden Fall mit. Das waren ja die richtigen Instant-Heiltränke, wenn ich mich recht erinnere. Die tierisch praktisch sein werden beim Nekromanten. Du kommst mit, du bleibst hier. Du gehst erstmal wieder auf Land, bevor ich dich töte. Jetzt nämlich. So, noch mehr Essen. Ach ja, wir haben gerade Platz. Warum nicht? Und da geht's auch schon nach unten. Du stirb mal irgendwo hier. Sehr schön. Du hast 10 Rüstungsklasse. Wir haben momentan 7. Also ja, es fehlt echt nur ein neuer Hut. Hose und Brustplatte sind soweit ganz gut. Wir haben allerdings noch keine Kette und keinen Ring gefunden. Das ist ein wenig schade. Im letzten Leben hatten wir ja mehrere Ketten. Auch wenn die meisten davon kaputt waren. Aber selbst so eine kaputte wäre mir jetzt ganz lieb. Das wäre wenigstens 1-2 Punkte extra. Zumal wir gute Rüstung zwangsweise irgendwann finden. Scheinbar. Also ich hier. Wow. Warum warst du gerade so komisch in der Wand verpackt? Aber ja, wir finden zwangsweise anscheinend die Rüstung. Im letzten Level werden wir richtig zugespammt mit Ausrüstung. Also im letzten und vorletzten. So, nicht in die Falle tapsen. Komm her. So, das war knapp. Nicht weg. Okay, wir wurden vergiftet. Da drücke ich einfach mal den Gegengifttrank, dann ist er wenigstens weg. Oh, der heilt ja auch noch. Okay, 8 bis 14, unser macht 9 bis 14. Also ja, die Gegengifttränke scheinen doch besser zu sein, als ich dachte. Denn sie heben nicht nur das Gift auf, sondern heilen auch gleich. Ich konnte jetzt nicht wirklich testen, um wie viel sie heilen, aber es waren mindestens 4 oder so Punkte. Nicht die Welt, aber wie gesagt, wir können nicht wissen, wie viel er wirklich geheilt hätte. Boah, ist er weg. Jumm. Genau. Zack. So. Komm. Gut. Ja, sehr schön. Ein Bogen mit 11 bis 18. Nee, den Versuch werde ich gar nicht erst wagen. Ich hatte mir ja kurzfristig überlegt im letzten Leben, dass wir mit dem Bogen einfach Ping-Pong spielen. Weil die Pfeile halt von den Wänden abprallen können, aber nicht.
Das ist erstmal viel zu hektisch in dem Kampf. Und außerdem kann er komischerweise so durch Wände schießen. Also leicht. Jedenfalls mehr als wir. Wenn wir durch eine Wand schießen wollen, also durch eine Ecke, dann klappt es nicht. Und wenn er das machen will, dann klappt das. Und das ist nicht gerade die beste Ausgangslage.